Ja, schönen Nachmittag alle zusammen. Freut mich, dass Sie dabei sind. Ich werde heute über Kipppunkte im Klimasystem sprechen. Die Vorlesung habe ich letztes Jahr schon mal gehalten, ist aber noch etwas aktualisiert worden, natürlich, weil die Forschung immer voranschreitet. Die Frage, die sozusagen als Catchfrage im Raum stand und eine Ankündigung war, ist: Sind Kipppunkte der Grund für die globale Energiewende? Und diese Frage ist tatsächlich sehr, sehr spannend, ist aber keine Frage, die ich beantworten kann. Das ist also ein ganz gemeiner Fall von Aufmerksamkeitshascherei. Denn die Frage, ob die Kipppunkte der Grund für die globale Energiewende sind, ist eine erstmal eine sozioökonomische Frage. Ist das, was wir gerade sehen, wird die Energiewende passieren und ist der Grund dafür, sind die Kipppunkte? Das wäre die eine Art, das zu interpretieren. Die andere wäre, ob für Sie persönlich der Grund dafür, dass wir eine Energiewende benötigen, die Kipppunkte sind oder ob das etwas anderes ist. Auch die kann ich nicht beantworten, sondern nur Sie können die beantworten. Was ich aber tun kann, und deswegen war das vielleicht nicht ganz so gemein, das zu machen, diese Frage jetzt in die Ankündigung zu stellen. Also ich kann eine Reihe von Aussagen zu Kipppunkten machen, zu Tipping Elements machen. Ich kann sagen, welche Systeme können kippen? Was bedeutet tatsächlich dieses Kippen? Was sind die Folgen? Wie schnell kommt das Kippen und was geschieht, und wie schnell geschieht das Kippen? Das sind zwei verschiedene Dinge. Das ist wichtig. Also wann erreichen wir den Kipppunkt und wie lange ist entwickelt sich dann dieser Kippprozess, bis wir tatsächlich in einem anderen Zustand sind? Das ist sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, insbesondere für politische und gesellschaftliche Entscheidungen. Es gibt verschiedene Definitionen von Kippelementen und die haben sehr, sind sehr ähnlich in einer bestimmten Weise, nämlich in der Weise, dass sie im Großen und Ganzen die gleichen Systeme zu Kippelementen machen. Aber ein kleiner Unterschied ist da auch in der Definition, was ein Kippelement ist und was nicht. Qualitativ sind die beiden Definitionen recht unterschiedlich. Die ursprünglich, die traditionelle, die auch, auf die das Ganze auch zurückgeht, ist von einem Paper von Tim Lenton, der auf Anfrage von John Schellenberg, unserem ehemaligen Institutsdirektor, eine Publikation zusammen mit ihm und vielen anderen Autoren, Stefan Rahmstorff und Wolfgang Luch, die auch hier Vorträge halten werden, die eine Definition vorgeschlagen haben, die in gewissem Sinne quantitativ ist. Da war die Aussage, dass ein System dann einen Kipppunkt hat, wenn es stark reagiert, eine starke Antwort hat auf ein relativ schwaches eine schwache Forcing, eine schwache Veränderung in der Umgebung. Man sieht das hier an den Korallenriffen, eine Antwort der Korallenriffe auf eine globale Temperaturänderung. Also das sogenannte Todeskorallenriffe, der Korallenriffe, komme ich auch gleich noch zu. Also eine starke Antwort auf ein relativ geringes Temperaturänderungssignal von einem halben Grad. Wurde von Journalisten häufig gefragt, weil ich seit 18 Jahren an Kipp-Elementen arbeite, wurde von Journalisten oft gefragt, was das dann mit diesen Kipp-Elementen auf sich hat. Und da kam raus, dass die Öffentlichkeit, dass die öffentliche Wahrnehmung des Kipp-Prozesses, des Namenkippens tatsächlich einer ist von einer Eigendynamik. Und deswegen habe ich 2012 eine andere Definition vorgeschlagen, wie gesagt, die einen großen Überlapp hat, die aber dynamisch ist. Also, und die werde ich hier verwenden. Ein System hat einen Kipppunkt erreicht, wenn die Dynamik des Systems von einem selbstverstärkenden, einem positiven Feedback dominiert wird, bis das System in einem qualitativ neuen Zustand ist. Ich hoffe, dass Sie im Rahmen dieser Vorlesung sehen, was das bedeutet. Ich will das als Beispiel hier zeigen, was kein dynamischer Kipppunkt ist, aber wohl ein Kipppunkt im Sinne der traditionellen Definition. Das sind nämlich die Korallenriffe. Wir sehen hier nicht sogenannte, die Todeskurve der Korallenriffe, ein bisschen plakativer Ausdruck, aber ich denke, man kann das so nennen. Also, wenn man die globale Temperatur des Planeten hochdreht, dann kommen immer mehr Korallenriffe weltweit
Probleme und sterben tatsächlich. Und man ist schon bei 1,5 Grad, bei fast 100% der Korallenriffe weltweit, die nicht mehr überleben können. Es gibt aber, und das ist das Entscheidende hier, es gibt aber keine Rückkopplung, der Grund für dieses steile Ansteigen der Kurve liegt daran, weil die Korallenriffe in Gebieten leben, die eine klare Lokation auf der Erde haben. Und wenn es wärmer wird, dann wird dieses Gebiet nicht habitabel für Korallenriffe. Und das ist sozusagen ein enger Streifen und der rückt aus der habitablen Zone raus. Es gibt aber keine starke Rückkopplung zwischen dem Sterben von Korallenriffen und der globalen Temperatur. Und deswegen ist das kein dynamischer Kipppunkt, in der sich sozusagen selbst verstärkt und deswegen in einen anderen Zustand übergeht. Dynamische Kipppunkte gibt es aber auch eine ganze Reihe und die sehen Sie hier, ein paar davon hat Ricarda Winkelmann in der letzten Woche schon angesprochen. Ich werde da auch drüber eingehen, ich werde darauf eingehen. Ich werde hier die einzelnen nach und nach besprechen und immer versuchen, einzelne Aspekte hervorzuheben. Ein sehr simpler Feedback im Kern dieser Kippprozesse steht immer ein Feedback, nicht? Also das, wie ich die Definition gegeben hatte. Und dieser positiven Feedback, die kann man so mit dieser Art von Diagrammen darstellen. Der einfachste, wenn man so will, ist der Schmelz-Albedo-Feedback, wenn die Oberflächentemperatur zum Beispiel in der Arktis sich erhöht. Dann erhöht sich auch das Schmelzen von Eis oder Schnee in der Region. Deswegen, also eine Temperaturerhöhung führt zu einem erhöhten Schmelzen von Eis und Schnee. Ein erhöhtes Schmelzen von Eis und Schnee führt dazu, dass die Oberfläche nicht mehr weiß, sondern blau wird, dass er dunkel wird. Und deswegen führt das zu einer Verringerung der Oberflächenalbedo. Deswegen haben wir hier ein Minuszeichen. Also eine Erhöhung des Schmelzens führt zu einer Verringerung der Albedo, Minuszeichen. Eine Erhöhung der Albedo würde aber zu mehr Rückstrahlung von Sonnenlicht in die Atmosphäre, ins All zurückführen. Und deswegen würde es die Oberflächentemperatur der Arktis zum Beispiel verringern. Deswegen ist hier wieder ein Minuszeichen. Wenn man so diese Linie einmal rumgeht, diesen Kreis einmal rumgeht, dann nimmt man Plus mal Minus gibt Plus und man hat einen positiven Feedback, also eine Verstärkung. Und man liest das Ganze so, Temperaturerhöhung führt zu erhöhtem Schmelzen, führt zu verringerter Albedo, führt zu erhöhter Temperatur. Ja. Und das sehen wir tatsächlich in Aktion. Das ist ein Satellitenbild von Mitte September 1979. Erste Satellitenaufnahmen von der Arktis, die Schneebedeckung, die Eisbedeckung zeigen kann. Und das Ganze 2019, ein drastischer Rückgang des arktischen Meereises und ein Feedback in Aktion. In der Zukunft werden wir auch unter dem ACP 2.6-Szenario, das uns mit einer gewissen Unwahrscheinlichkeit unter 1,5, aber mit höherer Wahrscheinlichkeit unter 2 Grad globaler Erwärmung hält. Selbst bei diesem Szenario, das ist die blaue Kurve hier, werden wir um den Nordpol herum faktisch eisfrei werden, wenn wir das sogenannte Business-as-usual-Szenario oder ein Szenario ohne Klimaschutz wählen, nämlich das ACP 8.5, dann werden wir auf jeden Fall in der Arktis eisfrei werden. Und das ist nicht gut. Und Sie sehen schon, das ist keine wissenschaftliche Aussage, sondern eine Meinungsaussage. Und da wir an der Universität sind, glaube ich, Sie können damit umgehen, mit solchen Meinungsaussagen, so Sie sie denn erkennen können. Wir haben andere Systeme, die auch tatsächlich Kipp-Elemente sind, Kipppunkte sind. Ein nicht notwendiges, aber doch häufig gesehenes Element oder dynamisches Element von Kipppunkten ist das sogenannte Hysterese-Verhalten. Das heißt, die sieht man hier, wenn man das Eisvolumen des grönländischen Eisschilds anguckt, wenn man also hier oben startet und bei einer Temperaturerhöhung von 0 Grad zum Beispiel, dann hat man ein gewisses Eisvolumen, was in Kubikkilometern
Millionen Kubikkilometer Eis angegeben ist. Wenn man jetzt die Temperatur des Planeten erhöht, dann folgt man, nehmen wir hier mal die blaue Kurve, das sind verschiedene Parameterwerte eines Modells. Nehmen wir mal die blaue Kurve, dann verringert sich das Eisvolumen und ab einer gewissen Temperatur, hier ist sie kurz über 2 Grad, kann das grönische Eisstück nicht mehr existieren und die Temperatur und das Eisvolumen fällt auf 0 runter, auf faktisch 0, ein bisschen mehr Erhöhung, dann ist es ganz weg. Und wenn man jetzt aber die Temperatur wieder runterfahren würde, wie auch immer das gehen soll, aber im Computermodell geht das, dann dann folgt man nicht der ursprünglichen Kurve wieder hoch, sondern es braucht eine stärkere Temperaturabnahme, um tatsächlich den Eisschild wieder zurückwachsen zu lassen. Und auch hinter diesem Verhalten steckt ein selbstverstärkender Feedback, der sogenannte Melt Elevation Feedback hier. Wieder, es müssen nicht immer 3 Elemente sein, aber 3 sind schön. Einfach die Temperatur an der Oberfläche des Eisschildes ist hier der obere Kreis. Und dann, wenn man diese Temperatur erhöht, dann hat man mehr Oberflächenschmelzen an der Oberfläche. Mit erhöhtem Schmelzen an der Oberfläche verringert man das Eisvolumen und damit die Höhe des Eisschildes. Aber wie Sie wissen, wenn Sie schon mal Bergsteigen waren oder wie Sie mal wissen, wenn Sie Physik studieren, je höher Sie in die Atmosphäre kommen, desto kälter wird es. Das ist die sogenannte Lapse Rate, die Verringerung der Temperatur, der Lufttemperatur, der Atmosphärentemperatur mit der Höhe sind etwa 6-7 Grad pro Kilometer. Das heißt, wenn Sie höher in der Atmosphäre sind, ist es kälter. Das heißt, wenn die Oberflächenhöhe, die Surface Elevation erhöht wird, dann verringert sich die Temperatur der Oberfläche. Das ist immer ein bisschen verwirrend für die Leute, die diese Schemata noch nicht oft gelesen haben. Aber man muss das Vorzeichen an diesem Pfeil hier, das habe ich vorhin schon gesagt, aber das muss ich immer wieder sagen, weil immer wieder ein Missverständnis passieren, ist immer, wenn man das beschreibt, immer was passiert, wenn mit dieser Größe der Temperatur hier, wenn man diese Größe, nämlich die Surface Elevation, erhöht. Und dadurch ergibt sich das richtige Vorzeichen und dann das Multiplizieren der Vorzeichen hier wieder gibt ein positives Vorzeichen. Das bedeutet, wir haben einen positiven Feedback. Das heißt, sowohl eine Selbstverstärkung als auch eine verstärkte Abschwächung, eine beschleunigende Abschwächung, wenn man die Störung in die andere Richtung gibt. Ja, also ein positiver Feedback bedeutet immer, dass Störungen, die man einbringt ins System, verstärkt werden. Leute, die Chaos-Theorie gehört haben oder prinzipiell nicht lineare Prozesse oder dynamische Systeme, die kennen das als Lyapunov-Exponent. Ein positiver Lyapunov-Exponent ist ein positiver Feedback, spricht einem positiven Feedback. Und nun kann man für dieses Eisschild und das Oberflächenschmelzen, also für den Schmelz-Elevation, den Melt-Elevation-Feedback, da fehlt ein A, kann man ein vereinfachtes Modell schreiben und dann bekommt man so einen Zustandsraum. Hier haben Sie die Eisdicke aufgetragen, also hier im theoretischen, also nicht dimensionalisierten Größen. Hier haben Sie die Bodentemperatur die in der Umgebung des Eisschildes auf dem Boden herrscht. Und wenn Sie hier starten ohne Störung, dann haben Sie einen stabilen Zustand mit einem Eisvolumen, einem gewissen Eisvolumen. Wenn Sie die Temperatur jetzt erhöhen, folgen Sie dieser Kurve, genau wie vorhin gezeigt. Sie sehen hier, die Pfeile zeigen, dass das stabil ist. Das können Sie aus diesen Gleichungen nicht sehen, aus den Gleichgewichtsgleichungen. Das können Sie aber aus den Zeitentwicklungsgleichungen sehen, die wir auch hergeleitet haben, wie man im Paper sehen kann. Bis zu einem kritischen Punkt, ab dem es dann keine Gleichgewichtslösung mehr gibt. Das sind häufig Gleichungen dieser Art, wo Sie eine höhere Potenz, also M hier ist in diesem Fall 8, wo Sie den Zustand des Systems mit einer Größe beschreiben, H hier, nämlich die Eisdicke. Und wenn Sie eine höhere Potenz haben und dann so eine höherdimensionales Polynom bekommen, dann hat das häufig einen kritischen Punkt, über dem es dann für den Parameter Delta T keine Lösung mehr gibt. Sie fallen also auf 0. Das ist dann keine mathematische Lösung dieses Problems, aber wohl
eine physikalische, nämlich die, in der kein Eisschild mehr existiert. Und wenn Sie jetzt die Temperatur in diesem Zustand wieder erniedrigen, folgen Sie nicht dem Pfad zurück, Sie springen nicht auf den oberen Ast, sondern Sie folgen dem hier unten, bis der nicht stabile Zustand, den Sie auch aus den Gleichungen hier bekommen können, nicht mehr existiert und Sie dann wieder auf den stabilen Zustand nach oben springen und Sie bekommen so ein Hysterese-Verhalten. Und Hysterese kennen Sie aus der aus dem Magnetismus. Also da haben wir eine Geschichte, eine Memory im System. Die Gleichungen hierfür will ich nicht herleiten. Ich will Ihnen nur andeuten, dass Sie solche simplen Modelle, die wirklich sehr, sehr simpel sind, verwenden können, wenn Sie sie kombinieren mit Beobachtungsdaten, um tatsächlich Aussagen über die Wirklichkeit zu machen. Das wird häufig mit Gebirgsgletschern getan, das wurde mit Meeresspiegeln schon getan. Es gibt eine ganze Reihe von Anwendungen. So eine Kombination aus simpler Theorie und Beobachtungsdaten, die dann aus den Beobachtungsdaten es erlauben, gewisse Projektionen zu machen. Hier konnten wir die Schmelzgeschwindigkeit, wenn Sie so wollen, des grönländischen Eisschildes abschätzen bei verschiedenen Temperaturerhöhungen über dem Threshold. Und was man daran sehen kann, ist nicht so sehr, dass man hier die genaue Zahl abliest, aber dass man sehen kann, dass der grönländische Eisschild sollte er nur schmelzen und nicht auch durch Eisfluss zu den Seiten hin Eis verlieren, dass er dann für ein vollständiges Verlieren des Eisschildes tatsächlich Jahrtausende braucht, selbst wenn man den Oberflächen, den Melt Elevation Feedback mit einbezieht. Und dieses sehr, sehr semi-quantitative Ergebnis ist tatsächlich relevant. Das hätte man auch mit anderen Methoden finden können. Da hätte man auch einfach nur drüber nachdenken können. Aber nichtsdestotrotz sagt es uns, dass wir ein offenes Rätsel noch in der Wissenschaft haben, wie ganz viele offene Rätsel offensichtlich existieren. Nämlich in 2016 hat Jörg Schäfer von der Columbia University in Nature Messungen publiziert, die nahelegen, dass in den letzten Warmperioden, in den Interglazialen, das heißt, wir sind seit 10.000 Jahren in der warmen Zeit, was wir Holozän nennen, und so gab es Warmzeiten immer zwischen den Eiszeiten über die letzten 1,2 Millionen Jahre hinweg. Und dass wir in diesen warmen Zeiten, die immer so etwa 10.000 Jahre lang waren, dass in diesen warmen Zeiten mit großer Wahrscheinlichkeit oder zumindest mit der großen Möglichkeit Grönland eisfrei war. Und wenn das so sein sollte, dann bedeutet das, dass man das nicht durch Schmelzen allein schaffen kann. Das sagen unsere Abschätzungen. Und damit haben wir das große Rätsel, warum hat Grönland so schnell sein Eis verloren innerhalb von 10.000 Jahren, wenn wir wissen, dass die Temperaturen in diesen Interglazialen nicht wesentlich über den Temperaturen des Holozäns oder zumindest der Temperatur, die wir jetzt gerade beobachten, durch die globale Erwärmung warten. Das heißt, entweder die Ergebnisse von Jörg Schäfer sind falsch, das sind Beryllium-Messungen, Isotopenmessungen aus dem Gestein unter dem Eisschild. Er hat 15 Jahre an der Methode gearbeitet, bis sie sozusagen quantitativ gut genug war, um diese Aussagen machen zu können. Oder wir machen etwas fundamental falsch bei unserer Eismodellierung oder in unserer Theorie des Eisschildes. Und zwar in die Richtung, dass wir schneller Eis verlieren können, als wir das derzeit vorhersagen. Also, solche großen Rätsel sind natürlich immer wahnsinnig spannend. Und wir machen Pause für Fragen. Sehe ich im Chat keine Fragen. Wunderbar, dann machen wir weiter. Mit dem nächsten dynamischen Kipppunkt. Monsunsysteme gibt es in
East Asia, in Indien, es gibt auch ein kleines Mondsystem in Westafrika, in Brasilien, in Indonesien, im Norden von Australien, in vielen Gebieten der Tropen. Die wirklich großen, wichtigen, wahnsinnig wichtig für wahnsinnig viele Menschen, nämlich für mehr als 2 Milliarden, sind die in Indien und China, Bangladesch, Pakistan. Und die große Frage ist natürlich, wie stabil sind diese Systeme und können auch Monsunsysteme instabil werden? Wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann kann man sich die Tropfsteinhöhlenergebnisse oder Daten von Wang et al. In Nature 2008 angucken und sieht hier, dass die Monsunstärke aufgetragen auf der, hier in den bunten Linien, das sind Messungen aus den Tropfsteinhöhlen und die darüber, die die mittlerweile wohlbekannten Sonneneinstrahlungen im Sommer in der Region, in der relevanten Region, wo die Tropfsteinhöhlen nämlich nicht mehr sich befinden. Und was man sieht, sind tatsächlich, dass der Monsun nicht einfach graduell der Sonneneinstrahlung zum Beispiel gefolgt ist, sondern gesprungen ist von einem, wenn man so will, einem Anzustand, einem feuchten Zustand zu einem trockenen Zustand, der hier gezeigt ist. Die große Frage, warum kann ein geantwortetes Monsunsystem abrupt auf eine graduelle Änderung der Sonneneinstrahlung? Das ist 200.000 Jahre her, das heißt, da waren keine Menschen zugegen, die den Monsun gestoppt haben, keine Luftverschmutzung durch Schornsteine und kein menschengemachtes CO2 in der Atmosphäre. Das heißt, die Antwort liegt nahe, dass das tatsächlich eine innere Dynamik des Systems ist, des Monsunsystems. Das heißt, eine abrupte Antwort auf eine graduelle Änderung des externen Forcings. Und das schreit danach, dass man nach einem positiven Feedback sucht. In diesem Fall ist es der Moisture Advection Feedback der Monsunsystem. Wenn man sich überlegt, wie ein Monsunsystem funktioniert, dann hört man, das kann man auch bei Wikipedia nachlesen zum Beispiel, die Standardbeschreibung eines Monsunsystems. Also für die, die das nicht wissen, Monsun bedeutet, Monsunregen ist ein saisonaler Regen. Immer im Mai beginnt eine Regenzeit in Indien, in China. Und dann haben wir einen relativ starken Regensaison bis zum August, September, wo dann wieder der Monsun aufhört und die Regenzeit aufhört. Die Frage ist, wie entsteht das? Und die Antwort ist immer, naja, im Frühling gibt es mehr Sonneneinstrahlung. Der Ozean, das sieht man hier, der Ozean erwärmt sich langsamer als das Land. Zum einen, weil die Wärmekapazität von Wasser höher ist als die von Erdboden. Und zum anderen, weil der Ozean die Möglichkeit hat, dynamisch die Wärme nach unten zu vermischen. Das bedeutet aber, über Land steigen Luftmassen auf und ziehen, also es gibt ein Tiefdruckgebiet, wo Luftmassen aufsteigen und ziehen feuchte Luft vom Ozean, vom Meer her ins Landesinnere. Die steigen auf und regnen ab und führen zum Regen. Das ist erstmal eine gute Beschreibung des Startes eines Monsunsystems und wir sind am Institut nicht ich persönlich, sondern in meinem Forschungsfeld sehr stolz darauf, dass wir mit einer Zeitanalysemethode, mit sogenannten Klimanetzwerken, den Monsun-Startpunkt 2 Wochen früher vorhersagen können als alle anderen bisher benutzten Methoden und ihn auch in den letzten 5 Jahren richtig vorhergesagt haben. Aber es geht jetzt quasi nicht nur um den Start, also das hier ist die Dynamik für den Start des Monsuns, die ist auch soweit in Ordnung und stimmt auch so. Aber das Problem mit dieser Beschreibung ist, dass in dem Moment, in dem der erste Regen fällt, kühlt er tatsächlich den Boden und damit wäre der Treiber für den Monsun weg.
Nämlich der Boden ist dann plötzlich kälter als tatsächlich als die Meeresoberfläche. Und wenn man diesen, wenn das der Treiber wäre für den Monsun, dann wäre damit der Treiber verloren. Das ist aber tatsächlich nicht der Treiber, sondern dass der Regen kühlt zwar den Boden, hinterlässt aber die latente Wärme, das war die Energie, die gebraucht wurde, um das Wasser zu evaporieren, was man dann wieder kondensiert und zu Regentropfen macht. Und beim Kondensieren wird die Evaporationsenergie wieder frei und wärmt tatsächlich die Atmosphäre. Und das erhält tatsächlich den Temperaturunterschied zwischen der Atmosphäre über Land und der Atmosphäre über Ozean und treibt konstant den Monsun an. Das bedeutet aber, dass der Feedback, den Sie hier sehen, im Gange ist, nämlich wenn es einen anfänglichen Lang-Ozean-Temperaturgradienten gibt, dann führt das zu einem Oberflächenwind von feuchter Luft vom Ozean hin in Richtung Land. Das führt zu einem Regenfall und dieser Regenfall führt zum Release of Latent Heat, also der latente Wärme wird frei über Land und das erhöht den Temperaturgradienten zwischen Land und Ozean. Und Sie sehen hier ein selbstverstärkender, ein positiver Feedback, der dann tatsächlich wieder in ähnlicher Form wie vorher gestört werden kann. Denn immer bei den positiven Feedbacks, wie ich vorher schon gesagt habe, positiver Laplace-Exponent, die führen dazu, dass positive Störungen verstärkt werden, aber auch negative Störungen verstärkt werden. Das heißt, wenn der Fluss von feuchter Luft in Richtung Land gestört wird, dann wird es auch weniger Treiber da, weniger latente Wärmetransport und damit geht dieser positive Feedback quasi in die andere Richtung und führt zum Abriss des Monsuns. Und wenn man hier die Gleichung, man kann wieder sehr, sehr simple Gleichungen hernehmen, selbstverständlich ist die Atmosphärendynamik sehr, sehr komplex, aber was ich sehr gerne mache, ist in einem komplexen System wie dem Ozean, dem Meereis, den Eisschäden, aber auch der Atmosphäre, zu versuchen, einzelne Aspekte in einem simplen Gleichungssystem einzufangen, um zu sehen, wie diese reagieren. Und hier haben wir einfach mal die Energieerhaltung über dem Land, in der Landbox hergenommen. Das ist der latente Wärme. Der latente Wärmebeitrag hier, das ist die Advektion über den Wind von der Temperatur, dem Temperaturunterschied von Ozean zu Land oder von Land zu Ozean. Und dann die Sonneneinstrahlung, die Netto Radiative Forcing, das ist tatsächlich in diesem Fall der Unterschied zwischen reinkommender Sonneneinstrahlung und rausgehender Wärmestrahlung und dann das, was quasi in der Atmosphäre verbleibt, das ist das Wichtige, also top of the atmosphere minus surface und dann jeweils die Nettobeträge hier. Das ist die Energieerhaltung. Dann das Gleiche mit der Feuchte, wieder eine Advektion und der Niederschlag, also hier haben wir man kann die Evaporation vom Land auch noch mit reinnehmen. Ändert aber die Gleichung nicht fundamental. Und dann gibt es noch zwei Gleichungen, mit denen man das System schließt. Die kommen aus der Dynamik oder beziehungsweise der Thermodynamik. Das eine ist, das sind jeweils, wie alle diese Gleichungen, starke Annahmen, aber eben transparente Annahmen. Die eine Annahme ist, dass der Wind proportional zum Temperaturgradienten ist. Das kann man aus den Navier-Stokes-Gleichungen herleiten in der adiastrophischen Näherung, die in den Tropen gilt. Und dann die Annahme, dass umso mehr Niederschlag fällt, je feuchter die Luft über dem Land ist. Und wenn man diese Gleichungen, die vier zusammennimmt, kann man alles rausschmeißen, was einem nicht gefällt. Und man kriegt eine kubische Gleichung in den Winden. Die kann man dann nicht dimensionalisieren. Dann bekommt man eine nichtdimensionale Winde und kriegt nichtdimensionale netto-radiatives Forcing. Und ein Parameter L, der so ein bisschen die Rolle der Reynolds-Zahl spielt, also der einzige Parameter im System. Und wenn man jetzt die Windstärke oder man kann es auch umschreiben in Richtung auf den Niederschlag, nicht den sozialen Niederschlag, wenn man die plottet als Funktion der Radiation,
dann sieht man hier einen kritischen Punkt, wenn man die Sonnenanstrahlung durch zum Beispiel Aerosole verringert und man bekommt einen Abriss des Monsuns, wenn man zu starke Luftverschmutzung. Sehr wichtig, der Parameter hier, wie gesagt, es ist ein rein konzeptionelles Modell. Der Parameter hier beschreibt immer, wie auch bei der Reynolds-Zahl, das Verhältnis von den relevanten dynamischen Prozessen, einmal hier dem latenten Wärme, dem Release of Latent Heat, der Abgabe von latenter Wärme, und dem trockenen Heat Transport, das heißt dem advektiven Wärmetransport durch die Luft, durch den Wind. Entscheidend hierbei ist, und das ist sehr wichtig, mit globaler Erwärmung tendieren wir nach rechts zu gehen auf diesem Diagramm. Luftverschmutzung, wie zum Beispiel Aerosole, also die Licht wieder zurück ins Allstrahlen, Sonnenstrahlen, zurück ins Allstrahlen, die bringen uns auf die linke Seite und können tatsächlich hier uns an den Kipppunkt bringen. Aber globale Erwärmung selber geht nach rechts und führt zu einer Verstärkung der Monsunwinde. Und das ist auch etwas, was wir beobachten, was wir auch gerade wieder in den neuen IPCC-Modellen gesehen haben. Das haben wir vor 2 Wochen publiziert. Das war auch in den letzten IPCC-Modellen drin. Das ist einfach relativ gerade in die Thermodynamik folgt ziemlich relativ nett dem Clausius-Clapeyron-Gesetz von 1843. Aber was passieren kann, ist, wir können ein abruptes Angehen von Monsunsystemen beobachten. Und wie ich schon gesagt habe, in Afrika haben wir derzeit ein Monsunsystem direkt am Äquator, hier an der Küste, an der westafrikanischen Küste. Und wir haben aber beobachtet, dass in 7 von 21 Klimamodellen der letzten Generation, die neue haben wir noch nicht analysiert, wir einen abrupten Anstieg des Monsunregens in der Sahelzone beobachten. Die Sahelzone, ich hoffe, ich habe das hier, ist nördlich in diesem Gebiet. Und wenn Sie sich die Länder angucken, die da gerade, die in dem Gebiet reden, dann sehen Sie sehr viele Länder mit inneren Unruhen, mit Bürgerkrieg und so weiter. Das heißt, eine sehr hochrelevante Region. Und ob das tatsächlich passiert oder nicht, das wissen wir nicht. In den Modellsimulationen, in denen es passiert, wie gesagt, 7 von 21 Modellen, ist es passiert bei zwischen anderthalb und 2 Grad globaler Erwärmung. Und die Theorie, die Beobachtung passt relativ gut zu dem abrupten Anstieg, den die Theorie hergibt. Darüber reden wir jetzt nicht, da müssen wir nicht fragen. Und das können Sie. Es ist eine sehr, ich will nur noch mal kurz sagen, es ist eine sehr seltsame Situation, in dieses schwarze Loch zu sprechen und quasi wie vor einem Spiegel in seine eigene Kamera zu sprechen. Ich sehe eine Frage von Jakob Hammer. Genau. Bezüglich dem Paradox, dass Grönland während der letzten Interglaziale eisfrei gewesen sein könnte, gibt es noch keine Erklärung? Ganz genau. Also das Schönste sind ja Ja-Nein-Antworten und das ist ein klares Ja. Das ist eine offene Frage und wenn Sie berühmt werden wollen, dann beantworten Sie die. Bevor jemand anders berühmt geworden ist und nichts beantworten, in dem Sinne nie beantwortet. Nächste Frage. Wie kann die Monsunstärke anhand der Daten von Tropfsteinhöhlen berechnet werden? Das ist tatsächlich gute Frage. Eine gute Frage und auch natürlich also ein gutes Beispiel dafür, wie ich hier simplifiziere. Na? Also ich kann Ihnen nicht die Linie vollständig von all diesen Daten, die ich Ihnen hier zeige, oder von ganzen Systemen, liefern. Das ist eine Welt für sich, in der die Paleoklimaleute sind ganz oft Geochemiker, die Zusammenhänge von Isotopenverhältnissen, häufig Isotopenverhältnissen in
in bestimmten Systemen, in diesem Fall sind das Tropfsteine, korrelieren mit Umweltdaten. Und in diesem Fall ist es sozusagen die große Arbeit, zu zeigen, dass ein bestimmtes Isotopenverhältnis, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß nicht mal, welches das in diesem Fall ist, ein bestimmtes Isotopenverhältnis in den Tropfsteinen mit der Feuchte in der Tropfsteinhülle und damit über der Tropfsteinhülle, das heißt im Monsungebiet, korreliert. Und dann sehen Sie diese unendlichen Zeitreihen über die hunderttausende Jahre, die aus sehr viel Daten zusammengesetzt ist. Also so als Physiker ist man manchmal, oder ich zumindest, also als schlechter Mensch wie ich, denkt man gelegentlich, Mensch, das kann doch alles gar nicht sein. Und diese Riesensignale, die Sie da sehen, das kann ja auch nur Rauschen sein, bis man das erste Mal gesehen hat, wie viele Daten da zusammenkommen und wie sich dann diese Zeitreihen, wie die entstehen aus dieser unglaublichen Datenmenge und damit tatsächlich auch robustes Signal da entsteht. Ein Signal, was nicht mehr mit Rauschen zu erklären ist und was dann da andeutet, dass tatsächlich etwas in der Vergangenheit passiert sein muss, etwas Großes passiert sein muss, um dieses Signal hervorzurufen. So, schön drumherum gewunden. Ich weiß es tatsächlich nicht, aber Sie können sich vielleicht vorstellen, dass Isotopenverhältnisse in Tropfsteinen von der Außenfeuchte über der Tropfsteinhülle beeinflusst werden. Und das ist die kurze Antwort. So, jetzt haben wir drei Fragen von Herrn Dietrich. Genau. Die erste Frage. Latente Wärme ist zum Beispiel auch das, was frei wird, wenn ich in meinem Händeheizpad im Winter knicke und das auskristallisiert, oder? Das, was auch der Regen freisetzt, weil aus Dampf wieder Wassertropfen werden. Jupp. Ja, im Prinzip schon. Also das mit dem Geknicke ist natürlich schon, ja, also man kann das alles, latente Wärme heißt ja erstmal, dass die Wärme da auf eine Art gespeichert ist, die dann wieder frei wird. Das heißt, es ist sozusagen eine Wärme, die in dem Moment nicht als Wärme spürbar ist, bis sie dann frei wird. Ja? Also eine latente. Ja. Und in dem Sinne ist das beides gleich. Ja. Ist natürlich kondensierendes Wasser, aber und keine zwei chemischen Komponenten, die da zusammenkommen. Oder ist das bei dem Händeheizpad ist das tatsächlich auch, ne? Ja, stimmt. Frank hatte gleich die richtige Antwort, nämlich ja. So, was ist als nächstes? Tropfsteine und Carbonate, sollte das, ja. Dietrich gibt die Antwort, super. Ich lese es nochmal laut vor, weil nicht alle den Chat sehen können. Tropfsteine sind Carbonate, CaCO3. Das sollten also O18 versus O16 Werte sein, also die Isotope des Sauerstoffs. Kann sein, würde ich trotzdem nochmal checken, Delta O18, nämlich das Verhältnis, nicht? Also wird für alles Mögliche verwendet, in Wasser, in Eisbohrkernen und überall. Also ja, kann sein, trotzdem nochmal nachlesen. Marlene Rabe fragt, ob ein Sahelmonsun nicht etwas Gutes ist. Ja, das würde ich auch sagen. Und das ist mir aber gut, dass Sie das andeuten. Und zwar ist es erstmal wichtig, dass wir Klimaforscher berichten, was passiert. Ja, wir sind sehr gewohnt, dass Klimawandel etwas Schlechtes ist. Und das ist auch so. Klimawandel ist etwas Schlechtes, weil die Folgen, die wir aufgrund des Klimawandels haben, fast in jedem Fall etwas Negatives sind. Es ist auch dann etwas Schlechtes, wenn ich das mal so primitiv sagen kann, wenn es etwas Gutes, was induziert, aber die Veränderung ein Problem darstellt. Und das ist vielleicht in Bezug auf den Sahelmonsun der Fall. Also Regen in einem trockenen Gebiet ist sicher erstmal gut für die Vegetation, für die Landwirtschaft und damit auch für die Menschen dort. Eine Veränderung von einem Lebens,
von einer Lebensweite auf eine andere, kann trotzdem ein Problem darstellen. Aber wie gesagt, es ist wichtig, dass wir erstmal berichten, was passiert unter globaler Erwärmung und dann die Analyse machen, ob das gut oder schlecht ist für die Welt. Wunderbar, da gibt es einen Literaturhinweis und ich glaube, wir gehen jetzt mal weiter, sonst komme ich nicht bis zum Ende. Ich hoffe. In Physics We Trust, das zeige ich immer bei meinen Vorträgen, weil John Mercer, als ich 5 Jahre war, in Nature einen Artikel publiziert hat, 1978, in dem er eine Reihe von Vorhersagen gemacht hat. Und das erste, das finde ich ganz spannend, er hat gesagt, wenn wir den CO2-Ausstoß so weitermachen wie bisher, dann werden wir innerhalb von 50 Jahren die CO2-Gehalt der Atmosphäre verdoppelt haben. Das ist tatsächlich der Fall. Wir sind also auf dem Weg. Ich bin noch kein 55 und wir sind auf dem Weg in Richtung Verdopplung des CO2s. John Mercer war aber ein amerikanischer Glaziologe und die Aussage, die er eigentlich machen wollte, war natürlich glaziologische Aussage. Er hat dann gesagt, dass die Eisschelf in der antarktischen Halbinsel aufgrund der daraus resultierenden Erwärmung zerbersten werden. Und im Jahr 2002 ist das Larsen B-Eisschild das erste Eisschelf der Erde, was auf die Frontseite der New York Times geschafft hat, weil es innerhalb von 14 Tagen kleinteilig zerborsten ist. Aber die eigentliche Aussage, die auch was mit Kipppunkten zu tun hat, die Herr Mercer gemacht hat, ist, er hat gesagt, dann wird aufgrund der Erwärmung die Westantarktis instabil. Und mit instabil meinen wir Physiker erstmal einen selbstverständlichen Feedback, der das System weg vom Gleichgewicht und uns bringt hin zu potenziell meistens in der Physik, meistens in einem dissipativen System zu einem neuen Gleichgewicht. Und im Jahr 2014 kamen 3 Paper, 2 an einem Montag raus im Mai und die einen Paper von einem Monat vorher unterstützt haben, die alle gesagt haben, die Westantarktis ist jetzt in der Amundsensee instabil geworden, das heißt gekippt. Jetzt können Sie die Simulation nicht sehen, aber die wir dazu gemacht haben, wo wir gezeigt haben, dass das tatsächlich auch passiert. Wenn man Computer benutzt, die Herr Mercer nicht zur Verfügung hatte, also 1978 nochmal, um es auf der Zunge zu zergehen zu lassen, 1978 gab es keine Satellitendaten für Herrn Mercer und keine Computer, sondern nur ein paar Schlittenhunde, die darüber gerannt sind und die Physik. Und er hat diese Aussage machen können, weil er diesen selbstverstärkenden Feedback verstanden hat von Herrn Wertmann 1974 vorgebracht. Der sagt was über die Aufsetzlinie des Eisschildes aus. Und dafür muss ich mal ganz kurz in dieses Bild hier reingehen, das Thorsten Albrecht gemacht hat. Das ist die erste Seite seiner Doktorarbeit. Finde ich sehr, sehr beeindruckend, sowas malen zu können. Deswegen benutze ich das auch immer wieder. Man sieht hier den Eisschild, das heißt ein Eis, was entstanden ist durch Schneefall auf Land und sich dann zu Eis verdichtet hat und dann unter der Gravitation und der unterschiedlichen Oberflächenhöhe in den Ozean fließt tatsächlich als ein Fluid. Das ist wichtig. Also natürlich, wenn man auf dem Eisschild steht und drauf rumklopft, dann kann man das nur verstehen, wenn man das Eis als Festkörper modelliert, physikalisch modelliert, nicht numerisch modelliert, sondern physikalisch modelliert. Wenn man aber wissen will, wie sich der Eisschild verhält unter globaler Erwärmung oder wie sich der Eisschild, wie man das Eis, was man da als Schnee draufschmeißt, wieder los wird, dann muss man den Eisschild als Fluid betrachten. Er fließt also in den Ozean und irgendwo an irgendeiner Stelle ist es sozusagen, ist der Eisschild so dünn, weil er hier in Richtung Ozean dünner wird, dass der Untergrund ihn nicht mehr trägt, sondern er aufschwimmt und das ist die sogenannte Aufsetzlinie. Nach dem Archimedes-Prinzip hat das alles Eis, was hier auf dem Ozean schwimmt, schon das Ozeanwasser verdrängt, was es dann später beim Schmelzen einnehmen wird. Das heißt, der Meeresspiegel steigt durch schmelzende Eisschelfe nicht an, wohl aber durch den Fluss des Eisschildes in
den offenen Ozean, das heißt über diese Grounding-Line. Und was man hier sieht, ist nicht eine normale Situation, sondern eine, die wir aber in der Westantarktis und in anderen Gebieten, ja auch der Ostantarktis, sehen, eine besondere Situation, nämlich ein sogenanntes marines Eisschild, nämlich der Situation, wo der Eisschild auf dem Meeresboden aufliegt. Und hier haben wir nochmal eine besondere Situation, nämlich die wir aber auch in der Westantarktis sehen und die sehr, sehr bedrohlich ist, nämlich dass der Meeresboden ins Landesinnere hin nach unten hin abfällt. Und das ist die Situation, in der Sie eine sogenannte Marine Ice Sheet Instability bekommen können. Wie Sie sich vorstellen können, ist der Eisfluss raus in den Ozean umso stärker, je dicker das Eis an der Aufsetzlinie ist. Das können Sie sich schon allein dadurch vorstellen, dass Sie den Fluss nach draußen ja als die Geschwindigkeit, die mittlere Geschwindigkeit mal der Fläche, durch die das Eis fließt, bekommen durch dieses Produkt. Und diese Fläche wird größer, wenn die Eisdicke an der Grounding Line größer ist. Das heißt, wenn die mittlere Eisgeschwindigkeit sich nicht verlangsamt, wenn die Eisdicke größer wird, dann bekommen Sie schon eine Zunahme des Eisflusses in den Ozean, wenn die Eisdicke an der Grounding Line dicker wird. Tatsächlich ist es aber so, dass dieser Eisfluss sogar zunimmt mit der Eisdicke. Und das führt zu folgendem Feedback. Also wenn Sie die Eisdicke an der Grounding Line hernehmen und die erhöhen, dann erhöht sich der Eisfluss über die Grounding Line in den Ozean. Wenn der Eisfluss über die Grounding Line aber zunimmt, dann wird in erster Ordnung mehr Eis verloren auf dem Eisschild. Und damit wird das Eisvolumen, das auf dem Grund aufliegt, verringert. Wenn das Eisvolumen aber verringert oder wenn das Eisvolumen zunimmt, dann verändert sich die Position der Grounding Line, und zwar in Richtung so positiv, in diese Richtung. Wenn die Grounding Line zunimmt, dann verringert sich aber, und das ist nur der Fall, wenn das Land, das Eis, der Boden abfällt in Richtung Land, dann verringert sich die Eisdicke an der Grounding Line. Und wenn Sie diesen Feedback wieder ganz in einem Fluss lesen, nicht so verwirrend, wie ich ihn gerade gelesen habe, dann haben Sie folgende Situation. Wenn die Grounding Line abnimmt, das heißt, sich nach hinten zurückzieht, Grounding Line Position, dann erhöht sich die Dicke an der Grounding Line, ganz einfach, weil der Untergrund weiter hinten ist und damit tiefer ist und damit am Aufschwimmpunkt das Eis dicker ist. Wenn das Eis dicker ist, dann fließt aber mehr Eis raus. Und wenn mehr Eis rausfließt, haben Sie weniger Eis auf dem Land aufliegen und damit zieht sich die Grounding Line weiter zurück. Und so bekommen Sie diesen positiven Feedback. Hier sehe ich eine Zwischenfrage. Genau, Unterschied zwischen Ice Sheet, Ice Shelf und Ice Shield. Ice Shield gibt es gar nicht. Doch, das ist, wenn Sie bei den Avengers ein Schild haben aus Eis. Das ist das Ice Shield. Nein, das ist nur ein Spaß. Und da Sie nicht zurücklachen können, nehme ich mal einfach an, dann werden Sie sich frenetisch auf die Schenkel schlagen. Also, wir haben Ice Sheet und Ice Shelf. Das Ice Sheet ist das Eis, das Landeis, was auf dem Meer, was auf dem Boden aufliegt, entweder auf dem Meeresboden oder eben auf Grönland, eben auf dem Land. Und das Eisschelf ist dieses Eisschied, was in den Ozean geflossen ist und dann aufgeschwommen ist und auf dem Eis, auf dem Ozean schwimmt. Nicht zu verwechseln mit dem dritten Aspekt, nämlich dem Meereis. Meereis ist viel dünner als Eisschied und Schelf, und ist gefrorenes Ozeanwasser, was da auch existiert, aber nicht durch Schnee entstanden ist. Wunderbar. Und da die Antarktis riesig groß ist, hier kann man kann mit diesem, auf dieser Seite thetruesize.com kann man Landmassen verschieben und aufeinander ziehen und damit die Projektionen etwas sich klar machen. Die Antarktis ist so groß wie Nordamerika, von Kanada bis Mexiko und hat entsprechend sehr, sehr viel Eis drauf. Und hier jetzt Sie sind am Animation gesehen, wie tatsächlich das passiert in den Computersimulationen, was John Mercer vorhergesagt hat, nämlich mit dem puren Verständnis der Bodentopographie der Westantarktis und
dem physikalischen Selbstverstärkungsfeedback, den ich gerade beschrieben habe. Die große Frage ist natürlich, wenn die Westantarktis bereits gekippt ist, müssen wir uns denn überhaupt noch um die Antarktis kümmern, müssen wir uns um den Meeresspiegelanstieg kümmern, denn die Westantarktis trägt 3,5 Meter zum globalen Meeresspiegelanstieg bei. Das wird über sehr lange Zeitskalen passieren, aber das ist hier die Westantarktis, dieser Bereich, Entschuldigung, das haben wir vorher als Information auch gerne gehabt, das hier, der rechte Bereich hier ist die Ostantarktis. Die Westantarktis hat insgesamt 5 Meter Meeresspiegelanstieg auf sich, die Ostantarktis nochmal etwa 50 Meter. Von den 5 Metern in der Westantarktis sind 3,5 Meter von der Marine Ice Instability bedroht. In der Ostantarktis gibt es auch Gebiete, die Marine Ice Sheet Instability zeigen können. Das haben wir in Nature Climate Change 2014 gezeigt. Das Wilkes Basin kann dort instabil werden. Und hier hätten Sie auch eine Simulation gehabt, wenn ich das Ganze nicht in einem PDF hätte umtransferieren müssen, um es Ihnen zu zeigen. Aber Filme können wir auch bei Netflix gucken. So. Auf zum nächsten dynamischen Kipppunkt. Und das ist der Permafrost. Der Permafrost, und das ist die große Frage, und ich habe das rumgetwittert und es hatte 12.000 Leute, haben es gesehen, und ich hoffe, die sind jetzt nicht alle und gucken das an hier und sind furchtbar enttäuscht. Aber der Permafrost, das Auftauen des Permafrosts ist eine Reaktion der globalen Erwärmung. Und wir wissen nicht, wie stark das Auftauen des Permafrosts zum Ausgasen von Methan führt. Die Schätzungen sind hier sehr, sehr weit auseinander. Ganz einfach, weil das Gebiet sehr, sehr groß ist, weil der Prozess, der da passiert, nicht einfach ein Auftauen von existierendem Methan ist, was dann ausblubbert, so wie bei den Methanhydraten im Ozean, sondern tatsächlich ein Aktivieren von biologischer Aktivität unter Ausschluss von Sauerstoff. Das heißt, aus dieser biologischen Aktivität entsteht nicht CO2, sondern CH4, weil kein O da ist. Und das Ganze macht es die Abschätzung des Beitrags des Permafrost-Auftauens zur globalen Erwärmung sehr, sehr unsicher. Was müsste aber passieren, wenn der Permafrost tatsächlich ein Kipppunkt wäre? Das würde ich jetzt, wenn Sie vor mir wären und nicht im Chat, würde ich das Sie fragen und würde mit Ihnen in eine Diskussion einsteigen. Und Marvin Schulz schreibt auch schon was. Ist jetzt geschockt, dass ich das sehe und schreibt nicht mehr. Denn das ist die große Frage. Das Auftauen des Permafrosts ist ganz eindeutig eine Antwort des Bodens in Sibirien und in Kanada auf die globale Erwärmung. Aber ist es auch Teil eines selbstverstärkenden Feedbacks? Denn wenn es Teil eines selbstverstärkenden Feedbacks wäre, aber ist es die Frage, ist es Teil eines Kipp-Elements? Denn wenn Sie sich erinnern an die Definition, und das ist nicht eine rein semantische Frage, sondern tatsächlich eine sehr, sehr praktische Frage, wenn Sie sich erinnern an die Definition, ein Kipppunkt ist dann erreicht, wenn ein selbstverstärkender Feedback im System die Dynamik dominiert, bis das System in einen anderen Zustand übergegangen ist. Und das Entscheidende hier ist dieses Dominieren. Und das ist tatsächlich auch das, was Sie im Kopf haben, denke ich, wenn Sie an Kippen denken. Wenn ich diesen Stift auf die Spitze stelle und it's tip, then it's gonna tip, because a self-amplification takes place until it is in a different, qualitatively different state, wenn es nämlich liegt und nicht mehr steht. Ja? Und diese Selbstverstärkung dominiert die Dynamik des Stiftes, bis der neue Zustand erreicht ist. Und lass mich hier kurz in diesem, es gibt tatsächlich einen positiven Feedback, nämlich globale Erwärmung
führt zu positiven Feedbacks, zum Beispiel dem Auftauen des Permafrostes. Es gibt noch andere positive Feedbacks, zum Beispiel das Schmelzen des arktischen Meereises und damit die Veränderung der Oberflächenalbedo. Und zum Beispiel im Falle vom Permafrost auftauen kann das zu zusätzlichen atmosphärischen Treibhausgasen führen. Und diese zusätzlichen atmosphärischen Treibhausgase führen zu einer weiteren globalen Erwärmung. Und es ist sehr, sehr naheliegend, dass Leute denken, auweia, das ist ein Selbstverstärkungsfeedback und der hört nie auf. Wenn die Menschen 1 Grad globale Erwärmung verursachen, dann kommen Feedbacks dazu, die führen dann zu nochmal 0,5 Grad globaler Erwärmung. Und diese 0,5 Grad globale Erwärmung führen dann weiter zu noch mehr Feedbacks, die dann zum Beispiel zu 0,25 Grad globaler Erwärmung zusätzlich führen und so weiter und so fort. Und wenn Sie das aufsummieren, dann bekommen Sie eine Reihe, eine unendliche Reihe. Und die große Frage, die man hier stellen muss, ist, ist diese Reihe endlich oder ist sie unendlich? Wenn die Reihe unendlich wäre, dann haben wir einen sogenannten Runaway Greenhouse-Effekt. Dann würde die Temperatur des Planeten immer weiter ansteigen, egal ob wir weiter CO2 ausstoßen oder nicht. Viel Gedankengut, was in der Welt existiert, basiert auf der Sorge, dass es diesen Runaway Greenhouse-Effekt auf der Erde gibt. Zum Beispiel Extinction Rebellion sind viele Leute, die das denken dort. Ich habe das im Bundestag schon, ist mir das entgegengekommen von einem sehr vernünftigen Bundestagsabgeordneten. Aber was dabei nicht bedacht wird, ist, dass es zwar diese positiven Feedbacks gibt, und diese positiven Feedbacks, die haben wir die ganze Zeit. Nämlich wenn wir die Temperatur des Planeten durch CO2 ansteigen lassen, dann bekommen wir sofort den sogenannten Wasserdampf-Feedback, den Water-Vapor-Feedback, der nämlich bedeutet, der wieder auf Clausius Clapeyron 1843 beruht, nämlich eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf halten und Wasserdampf ist wieder ein Treibhausgas. Das ist der stärkste positive Feedback, den wir haben und der ist in allen Klimamodellen selbstverständlich mit drin und auch in den ersten Betrachtungen von 1979 von Czarny und Kollegen bereits in der Abschätzung des Effektes von CO2 auf die Temperatur enthalten. Wir haben also positive Feedbacks auf die globale Temperatur, auch ganz fundamentale, die nichts mit Permafrost zu tun haben. Aber die werden alle in Schach gehalten durch einen sehr, sehr starken negativen Feedback, den man gerne mal außer Acht lässt, weil der immer mit reingerechnet wird sowieso schon. Und das ist die sogenannte Black Body Radiation oder einfach nur die Wärmestrahlung der Erde. Ein Gegenstand mit einer gewissen Temperatur strahlt entsprechend dem Stefan-Boltzmann-Gesetz eine Energie ab, die mit der vierten Potenz der Temperatur, der absoluten Temperatur dieses Körpers, das ist eine grobe Näherung, das ist eine idealisierte Näherung. Die meisten Objekte sind keine schwarzen Objekte, keine Blackbodies, aber eine Näherung, die mit Vorfaktoren und so weiter sehr gut funktioniert. Das heißt, je wärmer die Erde wird, desto mehr Energie strahlt sie ab und das stabilisiert das System. Ja. Und das lassen Sie uns mal kurz angucken. Ja. Dafür möchte ich das Konzept grob angucken, einfach das Konzept von Gains. Ja, wir haben also hier lassen Sie uns annehmen, wir haben eine Temperatur, zum Beispiel die Holozän-Temperatur. Nochmal eben kurz die Antwort auf Marvin Schulz. Heißt die Überschreitung des Kipppunktes in der Westantarktis, dass der Meeresspiegel in den nächsten hunderten, tausend Jahren sicher um 3 Meter ansteigt? Das ist der derzeitige Stand der Forschung. Ja. Lassen Sie uns starten von der Situation, zum Beispiel, die wir in den letzten 10.000 Jahren im Holozän hatten, nämlich, dass eine gewisse Temperatur T0 auf der Erde existiert. Die absolute Temperatur ist 273 plus dem, was Sie in Celsius auf Ihrem Thermometer ablesen können, und das hoch 4. Und das ist im Gleichgewicht, weil das Forcing damit, und damit meine ich alles, was von der Sonne kommt, alles, was wir an Albedo
Effekten haben. Also alles, was Sie im Gleichgewicht an Forcing haben, was nicht Blackbody-Forcing ist, dass das im Gleichgewicht ist mit der Temperatur, mit der Wärmestrahlung. Ja, das ist unser Ausgangspunkt, unser Gleichgewichtszustand, den wir haben. Jetzt fügen wir eine Störung in das System ein. Das heißt, wir bekommen eine neue Temperatur, die nicht mehr T0 ist, sondern T. Und das Forcing, was sich ergibt aus dieser Temperaturerhöhung, dieser Temperaturänderung, das nennen wir F von T. Wir kennen dieses F von T nicht. Es beinhaltet alle positiven und negativen Feedbacks. Das Forcing, was wir bekommen haben durch das CO2, ist erstmal einfach nur ein Delta F, CO2. Und es ist nicht Teil eines Feedbacks. Und was dann im Gleichgewicht wieder passieren muss, ist, dass das sich ausgleicht mit der Schwarzkörperstrahlung ins All zurück. Ja. So, das ist die neue Situation. Und wir wollen jetzt wissen, was ist denn diese Temperatur T hier? Die Systemantwort der ersten Ordnung können wir durch Linearisierung bekommen, wenn wir nämlich dieses T als das vorherige T0 nehmen plus ein Delta T. Und hierbei ist jetzt entscheidend, dass wir einerseits, dass wir die Funktion F von T entwickeln, um dieses T0 mit der Störung Delta T. Und diese Störung Delta T beinhaltet jetzt den Effekt aller Feedbacks auf sich selber zur ersten Ordnung. Und die Feedbacks, die wir haben, die habe ich hier so dargestellt als eine Summe von Ableitungen, nämlich von FJs. Das sind jeweils die Forcings, die man durch Permafrost, durch Albedo-Veränderung und durch Carbon Sinks und Carbon Sources und solche Sachen bekommt. Da gehen wir nachher noch drauf ein, was das für Möglichkeiten sind. Und die evaluiert man an der Situation, an der Stelle T ist gleich T0 multipliziert mit Delta T. Das Forcing bleibt das Gleiche. Hier ist es ganz wichtig im Kopf zu haben, nicht? Also wenn wir CO2 dadurch produzieren, dass wir Kohle, Öl und Gas aus dem Boden ausgraben und verbrennen, dann erhöhen wir die Temperatur des Planeten, wir forcen das System, aber es gibt keine direkte Rückkopplung der Temperatur auf dieses Forcing. Das wäre dann zum Beispiel der Fall, wenn wir immer mehr CO2 ausstoßen, wenn es wärmer wird. Ja, das kann man argumentieren, dass es so ist, aber das ist eine sozioökonomische Rückkopplung, keine physikalische Rückkopplung. So, wahrscheinlich, keine Ahnung, ob das der Fall ist, aber das wäre nur, dass Sie das im Kopf haben. Also dieses Delta F CO2 ist tatsächlich kein Feedback, sondern ein Forcing. Und auf der rechten Seite haben wir auch linearisiert, hier haben wir Sigma T0 hoch 4, eine sehr, sehr große Zahl, plus 4 mal Sigma T0 hoch 3. Und hier bei dem T0 steht irgendwas wie 288 Kelvin. Ja, irgendwas Großes. Und die neue Gleichgewichtslösung sieht man hier. Es gibt immer dann eine neue Gleichgewichtslösung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Wenn wir annehmen, dass das Delta F eine positive Zahl ist, und die Temperatur tatsächlich, die daraus entsteht, auch die Temperaturänderung auch positiv ist, gibt es genau dann ein solches positives Delta T, wenn dieser Faktor hier positiv ist. Und das bedeutet, es gibt genau dann eine Gleichgewichtslösung, wenn die Summe aller Feedbacks in dieser Form dargestellt, gerade der Feedbackstärke der Black Body Radiation entspricht. Das kann man umschreiben, das ist hier nochmal die Gleichung, das kann man umschreiben, indem man das Ganze teilt durch diese 4 Sigma T0 hoch 3. Denn das ist das generische, aus der Grundlagenphysik und für die Erde relevante die Blackbody-Antwort auf eine Temperaturänderung. Und wenn man dann noch das CO2-Forcing, wenn man sozusagen ein Delta T0 einführt, was gerade auf diese Weise mit dem Delta F, dem Delta F wieder entspricht, dann ist es gerade so, dass
radiative Forcing, was das CO2 kreiert hat, dann ist das Delta T0 gerade die Antwort des Systems auf eine, die pure radiative Antwort des Systems auf eine radiative Störung durch das CO2. Ja. Und wenn man das so hinschreibt, dann bekommt man diese Gleichung mit den sogenannten Gains. Und das ist das Entscheidende hier. Die Gains sind sozusagen das Verhältnis von einer Feedback-Antwort auf eine Temperaturerhöhung zur Antwort der Black Body Radiation auf eine Temperaturerhöhung. Und was man dann sieht, ist, das System hat genau dann eine neue Gleichgewichtslösung, wenn die Summe aller Gains kleiner oder gleich 1 ist. So. Das Ganze können Sie auch nochmal nachlesen, aber ich habe Ihnen sie da jetzt quasi hingeführt, damit wir diese Gains uns anschauen können auf der Erde. Und das sind sehr grobe Abschätzungen hier, basierend auf dem Steffen et al. 2018 PNAS-Paper, was das sogenannte Hothouse-Paper ist, wo gesagt wird, dass es eben ein sogenanntes Unstoppable Warming vielleicht geben könnte. Und ich möchte argumentieren, dass mit den Daten, die wir aus Steffen nehmen, tatsächlich kein Runaway Greenhouse-Effekt, kein Unstoppable Warming, wenn man dann das Unstoppable Warming aus dem Paper hernimmt, dass es das nicht geben kann. Wenn wir also die Black Body Radiation nehmen, dann hat die quasi per Definition einen Gain von -100%. Und das ist sozusagen die -1, die Sie vorher gesehen haben. Mal kurz. Das ist diese 1 hier. Ja. Die wird zu 100%. Und der Water Vapor Feedback entspricht in etwa einem Gain von 40%. Das heißt, Sie bekommen einen wirklich starken Beitrag durch den Water Vapor Feedback. Das ist reflektiert in dem Aspekt, dass Sie bei einer Verdopplung des CO2 in der Atmosphäre eine pur radiativen Erwärmung von 1,1 Grad global bekommen. Dann aber mit dem sogenannten Water Vapor Feedback nochmal 1,5 bis 2 Grad obendrauf bekommen. Sie sehen also schon, der Water Vapor Feedback ist schon in der ganz normalen oder so mit der Klimasensitivität, in der globalen Erwärmung, wie wir sie in den Klimamodellen sehen, wie wir sie seit 30 Jahren diskutieren, ist es schon ein signifikanter Beitrag. Und das sieht man daran, dass hier der Gain vom Water Vapor Feedback 40% ist und damit mit Abstand der größte Beitrag im Vergleich zu all den anderen Beiträgen, die wir hier aufgelistet haben, die alle sich irgendwo zwischen 2 und 6% bewegen. Und hier habe ich mal die -100%, mit denen gestartet und dann immer kumulativ das auf der linken Seite hier abgezogen, sodass ich hierbei, wenn man den Water Vapor Feedback mit reinnimmt, haben wir eine kumulative Summe von -60%, und dann gehen wir langsam hier mit den Unsicherheiten runter. Und wenn wir selbst die Respiration von Bakterien, von denen ich persönlich gar nicht weiß, was das ist, aber die hier eingefügt wurden als ein möglicher positiver Feedback. Also wie gesagt, ich mache seit 18 Jahren das und ich habe davon vorher noch nicht gehört gehabt. Das heißt, es ist toll, Leute haben neue Sachen gefunden, aber dieser Beitrag ist auch relativ gering. Selbst wenn wir diese Beiträge mit reinnehmen, sind wir immer noch bei -47% und damit klar im dämpfenden Bereich. Das heißt, anders ausgedrückt, die Black Body Radiation gewinnt immer. Egal, was auf diesem Planeten, was wir an CO2 ausstoßen, wir bekommen wieder ein neues Gleichgewicht. Und das bedeutet keinerlei Entwarnung. Ich bin schon sehr weit in der Zeit. Das bedeutet keinerlei Entwarnung für die Klimakrise. Das ist sehr, sehr wichtig. Die Klimafolgen, die wir als Potsdam-Institut seit 25 Jahren berechnen, die Welt immer mehr in Atem hält, die sind weiter da und die sind weiter schlimm, und wir brauchen den Klimaschutz. Wie gesagt, das ist ja eine politische Meinungsaussage von mir, natürlich keine wissenschaftliche, natürlich. Aber es gibt keine Klippe, die, wenn wir über sie rüberkommen, uns zu einem nicht aufhaltbaren, zu einer nicht aufhaltbaren globalen Erwärmung
führen und die Temperatur immer weiter von alleine vorantreiben, sondern wir haben es immer in der Hand, wie hoch wir die Temperatur des Planeten machen, wie hoch wir sie treiben. Und deswegen können wir diese Verantwortung auch nie abgeben. Jetzt wollte ich nochmal über den Golfstrom sprechen. Und zwar, weil so viele über den Golfstrom sprechen. Wie viel Zeit habe ich denn noch? Jupp. 5 bis 10. Die Venus hat, Marlene Rabe hat gesagt, Jupp, die Venus hat ja auch ein Gleichgewicht und hat so ein Winky dahinter gemacht. Das ist schön. Aber bei der Venus ist tatsächlich das passiert, was auf der Erde nicht passieren wird. Nämlich es gab einen Runaway Greenhouse Effekt und die Ozeane sind verdampft. Das führt dann zu einer Temperaturerhöhung und da weiß Frank besser Bescheid als ich, aber von 600 Grad oder irgend sowas. Und was ich Ihnen hier zeigen wollte, ist nicht, dass es keinen Runaway Greenhouse Effekt geben kann, nur dass wir auf der Erde keinen Runaway Greenhouse Effekt bekommen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Rotationsgeschwindigkeit der Venus ja faktisch fast gebunden ist. Also das spielt auch noch eine entscheidende Rolle. Okay, ja. Thermolinie Zirkulation, da gehe ich jetzt relativ schnell durch. Wie lange rede ich denn schon? Ah, noch nicht so lange, ne? 17:45 darf ich, oder? Ja, wenn noch mal Fragen zugelassen werden sollen, dann vielleicht bis 17:40. Ja, dann machen wir. Super. Der Golfstrom ist Teil der thermolinen Zirkulation, die Sie hier sehen. Das ist der Teil des Golfstromes hier an der amerikanischen Küste, ist windgetrieben und ist eigentlich hat keine Gefahr abzubrechen. Aber der sogenannte Nordatlantikstrom, der dieser Teil des Golfstromsystems ist, also ist der thermolinen Zirkulation, der kann tatsächlich abbrechen und zwar mit dem sogenannten, Stefan Ramstorp hat da Pionierarbeit 1995 geleistet und hat jetzt in 2018 wieder ein Nature Paper dazu gemacht, wo er gezeigt hat, dass der Golfstrom tatsächlich sich signifikant abschwächt, auch in der Wirklichkeit. Was Stefan Ramstorp damals gezeigt hat, ist, dass ein theoretisches Modell von Henry Stommel von 1961 tatsächlich auch in dreidimensionalen Ozeanmodellen am Werk ist und eine Rolle spielt. Und das Stommel-Modell war lange vergessen und Stefan Ramstorp hat es als theoretische Begründung hervorgeholt für seine Simulationen, die er in Kiel damals gemacht hat und die tatsächlich in Nature publiziert sind und einen ganzen Forschungszweig, wenn man so will, kreiert haben. Und dieser Feedback-Mechanismus, den Stommel damals aufgeschrieben hat, ist der folgende. Die Stärke des Nordatlantikstroms verstärkt den Salzgehalt, den Salztransport aus dem südlichen Ozean in den Nordatlantik. Das führt zu einem verstärkten Dichteunterschied zwischen Nordatlantik und dem Süden. Und das treibt den Nordatlantikstrom weiter an. Der Antrieb hier ist geostrophisch für die Profis unter Ihnen, nämlich der geostrophische Unterschied zwischen dem Nordatlantik hier und dem Süden hier und dem geostrophischen Fluss des Nordatlantikstroms senkrecht dazu. Da die Erde sich dreht, sind die Dichteunterschiede immer senkrecht zu den Geschwindigkeit, zu den Winden bzw. den Ozeanzirkulationen, mit den Y-Strömungen. Das ist der Feedback und wenn man den aufschreibt, und das wollte ich hier vielleicht ursprünglich noch durchgehen, weil man das in diesem Stommel-Modell so schön einfach machen kann, das ist die Version im leicht etwas kompliziertere, die Stefan Ramstorp 1995 in Climate Dynamics verwendet hat. Man kann sie noch mehr vereinfachen, mit wirklich nur einer nördlichen Box im Ozean, das ist hier die Oberfläche, das ist die Tiefe, das ist der Süden, das ist der Norden und man sieht, man hat also eine Strömung nach Norden, ein Abtauchen in der nördlichen Box und eine Strömung nach Süden und dann einen atmosphärischen Frischwassertransport an der Oberfläche. Und wenn man jetzt die
Salzerhaltung, die Temperaturerhaltung kann man auch mitnehmen, braucht man aber nicht. Also die Energieerhaltung kann man mitnehmen, braucht man aber nicht mitnehmen für den Effekt. Zerstört aber den Effekt nicht, das ist wichtig. Wenn man also die Salzerhaltung in der nördlichen Box hernimmt, das hier ganz auf Null setzt und dann die Annahme macht, dass das, dass die Stärke des Overturnings, das ist das kleine M hier, tatsächlich proportional zum Dichteunterschied ist und der Dichteunterschied wieder vom Salz und der Temperatur, die man festhält, vom Salzgehalt abhängt, dann kommt man sehr leicht mit zack, zack, zwei Rechenschritten, Äquivalenzumformung, wird schon in der Schule gelehrt, auf eine quadratische Gleichung. Und diese quadratische Gleichung führt zu diesem zum Zustandsraum, in dem man, wie man, wie vorhin beim grönländischen Eisschild oder bei dem Monsunsystem, führt zu einer liegenden Parabel in diesem Fall mit einem kritischen Punkt. Das heißt, wenn man hier mit null Frischwasserforcing eine gewisse Stärke des atlantischen Overturnings des Golfstromsystems hat, des Flusses, dann verringert sich das, wenn man Frischwasser in den Nordatlantik kippt, zum Beispiel, indem man Grönland abschmelzen lässt. Das verringert sich, aber ab einem gewissen kritischen Punkt hier kann man tatsächlich kein Golfstromsystem mehr halten, ganz einfach, weil zu wenig Salz aus dem Süden in den Norden transportiert wird, um das Overturning weiterzuhalten. Und man fällt quasi auf einen Off-State, auf eine Situation ohne atlantisches Overturning. Und wenn man dann wieder zurückgeht, dann hat man dieses Hysterese-Verhalten, bis der instabile Branch hier wieder stabil wird, wieder aufhört zu existieren und dann wieder auf den oberen Branch springen. Ich zeige Ihnen das, weil man an diesem simplen Modell relativ viel lernen kann. Nicht nur, dass es einen kritischen Punkt gibt, sondern auch, dass wenn durch die globale Erwärmung der Temperaturunterschied zwischen Nordatlantik, zwischen der Arktis und den Tropen verringert wird, dann sinkt tatsächlich der kritische Wert hier graduell runter auf den Boden, auf die X-Achse und man verliert die Kippqualität des Systems. Das heißt, wenn durch eine pure Temperatur, durch ein Temperaturforcing, nicht durch Frischwassereintrag, nicht durch Grönlandschmelzen, das atlantische Overturning verringert wird, dann führt das nicht zu einem Kippen, sondern zu einem langsamen Absterben, zu einem Runterdrücken der thermalen Zirkulation auf Null und nicht zu einem plötzlichen abrupten Abbruch. All diese Dinge kann man aus diesen simplen Gleichungen lernen. Und ich habe ein bisschen wenig Zeit, weil ich so viel gesammelt habe. Aber ich will Ihnen noch kurz sagen, das sind alte Informationen, aber trotzdem gut zu wissen. Sollte die thermogene Zirkulation abbrechen, ist das tatsächlich eine enorme Klimastörung. Die Temperatur im Nordatlantik wird dann runtergehen. Das ist nicht im Widerspruch zur globalen Erwärmung, weil die Energie nicht verloren geht, sondern einfach woanders in der Atmosphäre ist, nämlich in der Südhemisphäre und im tiefen Ozean teilweise. Aber wir würden also einen drastischen Temperatursprung im Nordatlantik bekommen, große Probleme für die Landwirtschaft in Nordeuropa und hier wird sowieso gerade wenig Landwirtschaft gemacht, aber diese Temperaturänderung wäre auch mit einem Meeresspiegelanstieg im Nordatlantik, würde damit einhergehen um bis zu einem Meter, was relativ signifikant ist. Das war mein zweites Paper im Klima, der Klimawelt 2005. Niederschlagsveränderungen in den Tropen, Einfluss auf den Amazonas-Regenwald, Zusammenbruch des Ökosystems im Nordatlantik, verringerte CO2-Aufnahme in den Tiefwasserbildungsgebieten im Nordatlantik. Und das wäre alles schlecht. Hinzu kämen starke Schwankungen, Auswirkungen auf die Monsunsysteme in Indien und China. Und ja, das ist noch viel schlechter. Jetzt würde ich kurz was über die globale Energiewende sagen, aber ich glaube, das lasse ich. Das Einzige, was ich Ihnen sagen möchte, ist, die Erde erwärmt sich, das liegt am CO2 und
die Erderwärmung hört nur auf, wenn wir tatsächlich kein CO2 mehr in die Atmosphäre bringen. Und das ist, klingt immer für viele Ohren wie eine radikalpolitische Forderung, weil null CO2-Emissionen bedeutet keine Verbrennungsmotoren mehr, keine thermischen Kraftwerke, die CO2, die irgendwie Kohle, Öl oder Gas verbrennen. Aber wir wissen, dass das CO2, was wir in die Atmosphäre verbringen, dort die eine Hälfte wird quasi im Ozean gelöst, ein bisschen was geht in die Landvegetation, aber das, was dann übrig bleibt, ist etwa die Hälfte dessen, was wir emittieren, und das bleibt dort für Jahrhunderte bis Jahrtausende in der Atmosphäre. Und das bedeutet, wenn wir nicht nur, wie die Temperatur des Planeten bleibt, wird nur stabilisiert, wenn wir faktisch kein CO2 mehr ausstoßen. Und ich denke, das ist der Grund für die globale Energiewende. Für viele kann es können es die Kipppunkte sein. Das muss jeder selbst entscheiden, ob die Kipppunkte das Entscheidende sind. Für mich persönlich ist die größte Gefahr die Destabilisierung der Gesellschaft durch Wetterextreme. Aber das ist eine subjektive Einschätzung. Und jetzt erwarte ich Ihre Fragen und Ihre heftigen Diskussionen und starken Widerspruch von Fridays for Future zum Beispiel, die ich sehr, sehr verehre und sehr, sehr toll finde. Es gab schon vorher ein bisschen Diskussion oder einzelne Statements zu dem Permafrost und diesem Runaway-Greenhouse-Effekt. Ich habe da auch noch mal so einfach eine Nachfrage, ob ich das richtig verstanden habe. Ist das einfach so, dass ab einem, also sagen wir jetzt mal ab 2 Grad werden viele Kipppunkte überschritten und dann kommt es zu einer Erwärmung bis zu einer sehr viel höheren Gradzahl, wo dann das eben nicht zu einem Runaway-Greenhouse-Effekt kommt, sondern eben wieder stabilisiert wird, aber das ist eben eine Temperatur von so hoch, dass zumindest unsere Gesellschaft destabilisiert ist, sagen wir es mal so. Und das ist fast richtig. Also, obwohl die Gesellschaft destabilisiert wird oder nicht, ich habe 2010 einen Artikel in der FAZ geschrieben, wo ich davor warne, dass die Gesellschaft destabilisiert wird. Also ich bin weit davon entfernt, und das glaube ich auch immer noch, und ich bin weit davon entfernt, diesen Effekt irgendwie zu verharmlosen. Das ist der entscheidende Punkt. Ihre Zusammenfassung war sehr schön, aber es gibt einen kleinen Fehler da drin. Und zwar, es ist nicht das Überschreiten von Kipppunkten, die zu weiterer Erwärmung führt. Das ist das Entscheidende. Dieser Fehler wird oft gemacht. Es gibt einfach Rückkopplungen, die zu weiterer Erwärmung führt. Aber nicht das Überschreiten von Kipppunkten. Ja? Weil Kipppunkte, die globale Mitteltemperatur mit in ihrem Feedback-Loop haben, können nur dann dominiert sein, können nur dann ein Kipppunkt sein, wenn sie die Dynamik dominieren, und damit dominieren sie auch die Dynamik der globalen Mitteltemperatur. Und das ist nicht der Fall, weil die Blackbody Radiation immer gegenhält. Ja? Grönland kann kippen, die Westantarktis kann kippen, der Golfstrom kann kippen, die globale Mitteltemperatur kann nicht kippen. Ja? Das ist das Entscheidende. Weil ja die Blackbody Radiation auch sozusagen kontinuierlich immer da sozusagen. Immer ist. Instantan ist, sofort reagiert. Eine analytische Funktion TO4, das heißt, da springt nichts, sondern die steigt bloß stark an, wenn Delta T nach oben geht. Genau, und in diesem Fall ist das starke Ansteigen tatsächlich ein starkes Dämpfen. Genau. Ne? Weil das der negative Feedback ist, vollkommen richtig. Also schönen Dank nochmal, Anders, für den umfangreichen, schönen Vortrag, voll von Informationen, aber Fragen kommen. Ja, ich genau, jetzt haben wir also... Fragt, sind E-Autos eine gute Alternative, nur weil sie beim Fahren keinen CO2 ausstoßen? Die Herstellung von Batterien ist ja auch nicht so umweltfreundlich und kommt auch auf die Herkunft des Stromes an, mit dem die Batterie geladen wird und so weiter und so fort. Genau, das ist natürlich eine politische Diskussion, die ist auch wichtig. Entscheidend ist, dass, das ist jetzt auch nur meine persönliche Einschätzung, nicht? Also E-Autos haben das Potenzial, CO2-neutral zu sein.
Nicht? Die haben natürlich Umweltfolgen, aber wir haben natürlich eine ganze Reihe von Umweltfolgen, die nichts mit der globalen Erwärmung zu tun haben. Wir holzen ja ständig Wälder ab und den ganzen, wir machen ja viel kaputt auf der Erde. Und Batterien tun das auch. Nicht? Aber wir bauen auch Computer, wir bauen Handys und so weiter. Also wir bauen eine ganze Reihe. Und was man sagen muss, ist, dass Elektroautos haben zumindest das Potenzial im Gegensatz zu gasgetriebenen Autos und so weiter, das CO2-neutral zu sein. Und das ist auch wieder eine persönliche Einschätzung. Ich würde jetzt gerade, also dass wir tatsächlich einen derartigen Schub, eine derartige schnelle Entwicklung im Automobilmarkt kriegen hin zu CO2-Neutralität, hätte ich niemals erwartet. Und ich glaube, wir sollten das vielleicht nicht ausbremsen, sondern langfristig dann die anderen Sachen einführen, wenn wir das denn wollen. So, Entschuldigung. Jetzt kommt eine Inflation von Fragen. Hier ist in der Frage noch vorhin ein bisschen übergangen worden. Ja? Die Frage, welche maximale Erderwärmung kommt man mit dieser Abschätzung, mit der Abschätzung, die du vorhin sozusagen... Genau. Also die von Steffen et al., die Abschätzung ist so, dass man sagt, wenn man 2 Grad globale Erwärmung hat, bekommt man nochmal 0,47 Grad dazu. Das ist aber da hat man alle Feedbacks ausgereizt bis zum oberen Rand. Ja? Und das ist nur wichtig, damit die Leute nicht im Kopf haben, wenn wir über 2 Grad kommen oder wenn wir 2 Grad erreichen, dann kriegen wir plötzlich 5. Nein. Bei 2 kriegen wir 0,47 dazu. Davon kriegen wir aber auch fast das Gleiche bei 1,5 dazu, wenn das so stimmt. Ja, weil diese Feedbacks, die kippen nicht, sondern die sind graduell. Und in diesem Temperaturunterschied zwischen 1,5 und 2 Grad kann man die noch linearisieren. Das heißt, wenn man für 2 Grad Erwärmung, sagen wir mal ganz grob jetzt, ich mache das über den Daumen, wenn wir für 2 Grad Erwärmung 0,5 Grad zusätzliche Erwärmung durch die Feedbacks bekommen, dann ist die Abschätzung, dass wir bei 1,5 Grad Erwärmung schon 3/4 von diesen 0,5 Grad bekommen, ja, die man mal schnell ausrechnen kann, wenn man jünger ist als ich, 5 mal 3 durch 4. Das heißt, dass man auch bei 1,5 Grad schon 0,375 Grad zusätzlich bekommt. Die ist sehr, sehr groß. Ja, das ist nur wichtig, im Kopf zu haben, die Argumentation für 1,5 Grad, die darf man auf jeden Fall haben. Die ist aber eine Argumentation, dass man sagt, wir müssen 1,5 noch haben, weil die Klimaschäden so schnell schlimm werden, dass wir uns kein weiteres 0,5 Grad erlauben können. Die Argumentation kann nicht sein, zwischen 1,5 und 2 Grad kippt irgendwas und deswegen wird die Temperatur immer noch höher. Die Argumentation kann schon sein, zwischen 1,5 und 2 Grad könnten auch noch Systeme kippen, aber nicht so, dass es zu mehr Erwärmung führt. Ja, also zum Beispiel der grönländische Eisschild, da ist der Kipppunkt wahrscheinlich zwischen 1,5 und 2 Grad. Ja. Man kann auch untersuchen, ob die West- oder die Ostantarktis bei zwischen 1,5 und 2 Grad kippt oder solche Sachen, aber eben nicht mit der Erwärmung. Wenn Sie das verstanden haben nach dieser Vorlesung, bin ich ganz schön glücklich. Weitere Fragen kommen hier. Also ich mache mal jetzt hier weiter. Thoralf fragt bzw. bemerkt, Schwarzkörperstrahlung dämpft ja alle positiven Runaway-Effekte. Sind die Temperaturänderungen alle auf 20 Grad Celsius geschätzt? Ich nehme mal an, er hebt auf das T0 ab. Dadurch, dass dieses 4 Sigma mal T0 hoch 3, ja. Da ist das T tatsächlich die absolute Temperatur. Das heißt, 273,15 plus was immer man Celsius hat. Deswegen ist das nicht so entscheidend, ob man da jetzt 15 Grad oder 20 Grad oder 18 Grad oder sowas hat.
Das sind quasi die Unsicherheiten in den Abschätzungen sind größer als diese Unsicherheit. Aber ja, die sind auf diese Richtung abgeschätzt. Ja, das ist im Grunde mal die ganzen Ableitungen, die bei der Entwicklung, bei der Taylor-Entwicklung gemacht werden, bei einer relativ hohen T-Zahl stattfinden, ob die nur 273 oder 300 sind, das genau. Für den Waldfuchs. Okay, weitere Fragen. Also kein PETM 2.0. PETM 2.0, wir müssen erstmal noch verstehen, was damals passiert ist, als die Kontinente noch anders aussahen. Ja, das ist Paris, ne? Glauben Sie denn, es wird irgendwann eine vollständig umweltfreundliche Lösung zur Stromproduktion geben, die keinerlei Nachteile hat? Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, das ist, glaube ich, ich verstehe das, diesen perfektionistischen Ansatz durchaus, aber das ist es eben ein perfektionistischer Ansatz. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft immer mit Problemen unserer Existenz kämpfen werden und auch mit Umweltproblemen kämpfen werden. Und das müssen wir auf dem Weg die ganze Zeit tun und nur einfach aufpassen, dass wir nicht über irgendwelche Klippen kommen, die dann kein Zurück mehr erlauben. Und das Klimasystem hat eine ganze Reihe von Klippen, die kein Zurück mehr erlauben. Und das sind zum Beispiel die Kipppunkte. Wir haben aber auch schon früher Klippen überschritten, die kein Zurück oder die quasi zumindest eine Hysterese hatten. Ne, die Ostsee war mal tot und wir haben Flüsse so verschmutzt, dass kein Leben möglich war. Wir haben eine ganze Reihe von Dingen schon kaputt gemacht auf dem Planeten. Wir haben ein starkes Artensterben. Wir müssen tatsächlich mit der unperfekten Situation leben, dass wir auf der Erde Dinge kaputt machen und wir müssen das versuchen, so klein wie möglich zu halten und vorzugsweise irgendwann so klein zu halten, dass es nachhaltig möglich ist. Gut, da kommen ganz viel Bedankungen. Also sind Fragen wohl beantwortet worden. Gibt es weitere Fragen? Sind wohl alle relativ beeindruckt. Ja, oder verärgert. Aber ich hoffe nicht verärgert. Nein, ganz sicher nicht. Also, man muss das ja erst mal sacken lassen. Das ist schon alles in Ordnung. Kannst du dich ja zu uns gesellen hier oben? Dann könnten wir allen noch einen schönen Abend wünschen mit tiefgründigem Nachdenken über das, was wir heute gehört haben. B. Wang und einige Titten noch, aber ich nehme mal an, das sind Danksachen. Dankeschön von vielen, vielen Dank. Nach Kauen und Denken. Die Formeln sind. Also alle haben sicher jetzt den Ehrgeiz, sich aus den Differentialgleichungen der Thermohydrodynamik die vereinfachten Modelle herauszubasteln, die dann auf algebraische Gleichungen führen. Und das macht vielen Spaß, die dann irgendwie zu lösen. Wie das da anders in einfacher Form gezeigt hat, wie man das selbst mit der quadratischen Gleichung, und die haben wir ja schon, ich weiß nicht, in welcher Klasse wir dann die quadratischen Gleichungen hatten, mit deren Grundlösung. Genau das haben wir als liegende Parabel gesehen. Und das haut auch mit höheren Potenzen hin, um das mal zu vereinfachen. Ja. Habe ich mich wieder eingemischt, Angelika, sorry. Alles gut. Aber das ist ja eine Teamleistung. Ich bin so unendlich dankbar, weil das sozusagen auch noch nebenbei heute noch. Aber danke wunderbar für die Physik.
nach Wäsche und vor Vorstellung diese Dinge im Zusammenhang zu bringen, mit all den Kipppunkten, die wir da hätten diskutieren können, hätten wir durchaus noch ein abendfüllendes Programm machen können. Übrigens, Verbrennungsmotoren könnte man ja trotzdem zulassen anders. Was wäre denn Verbrennung? Holz? Nee, aber was wäre denn mit der Brennstoffzelle? Knallgas? Ja. Ah, gut. Nein, das, fahr du mal dein Motorrad noch, das ist schon okay. Wir müssen da langsam rausschleichen und dann. Ich habe eine Photovoltaikanlage auf mein Dach gebracht und ich versorge mich selber. Tue ab bitte für mein Motorrad. Das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du mal in so einem Tesla gesessen hast und so in die Sitze gedrückt worden bist, dann ist das vielleicht sogar eine Alternative. Ja, es sollen ganz tolle Autos sein. Formlos ist er weit. So, bevor wir noch mehr Leute zornig machen. Nein. Ich will das sagen. Wir können gerne den öffentlichen Teil schließen. Ich glaube, Fragen kommen keine mehr. Ich sehe nichts mehr im Chat. Dann schließen wir den Stream und den öffentlichen Teil und wünschen allen Zuhörern eine schöne Woche und hoffen, dass sie nächste Woche wieder dabei sind. Wenn Professor Ramsdorf, der ja jetzt heute auch erwähnt wurde des Öfteren, seinen Vortrag halten wird über ein bisschen die Klimageschichte und so einiges damit Zusammenhängendes. Ja, danke fürs Zuhören. Und danke für deinen Vortrag.